Seit dem Untergang von Atlantis setzte sich in der äußeren Welt die Bruderschaft der Illuminaten durch. Eine Sonnenherrschaft mit allen männlichen Fragmenten begann. Alle westlichen Kulturkreise tragen das Zeichen der Schlange, der Pyramide oder des Obelisken, was auf die Herrschaft durch die männliche Kraft des Kosmos hinweist. Alle Kirchen und Hochhäuser in den Großstädten unserer Zivilisation sind der Kraftausdruck männlicher Omnipotenz. Die Sonnenmeister sind die Baumeister aller westlichen Kulturen und streben jetzt nach ihrem Höhepunkt einer äußerlichen Herrschaft durch eine globale Weltordnung. Sie alle sind Shambhala unterstellt und arbeiten mit den roten Drachen, den Rotmützen-Tibetanern zusammen, die die äußeren Repräsentanten von Shambhala sind. Das Ziel der Brüder von Shambhala mit ihren weltlichen Führern, den Illuminaten, ist eine globale Weltregierung herzustellen. Diese Bruderschaft stellt die erdgebundenen Kräfte dar, die Omega-Polung, die Baumeister der Materie. Das Ziel aller Weltpolitiken und Weltreligionen ist dasselbe. Sie alle hören auf irgendeine Bruderschaft oder Priesterschaft, um dieses Ziel zu erreichen. Nur Mittel und Wege sind verschieden. Seit dem Kampf in Atlantis führten also die Brüder von Shambhala die geistige Elite an, verschiedene Weltreiche zu bauen. Wer sind die Illuminaten? Dies ist eine der interessantesten Fragen, die man in keinem der akademischen Bücher beantwortet bekommt. Und die Informationen fehlen in allen öffentlichen Büchereien. Jedoch nach Jahren der Nachforschungen und vorwiegender Verbundenheit mit einer der großen amerikanisch-politisch andersdenkenden Gemeinschaft habe ich für mich Wissen und Bücher gefunden, die normalerweise nicht zu bekommen sind. Sie sind aus den öffentlichen Büchereien in der bestehenden Orwellschen Tradition ausgestrichen worden, wahrscheinlich sogar von den Illuminaten. Ob die Illuminati die höchste Ebene der Geheimverbände auf dem Planeten sind, ist nicht die wichtigste Frage. Es könnte höhere Ebenen geben, die über ihnen stehen. Wichtig ist, dass die Illuminaten die Schnittstelle zwischen den Geheimbunden darstellt. Die Pyramide der Geheimorden auf dem Planeten und den Ultra-Außerirdischen darüber. Es gibt viele Bücher, die andeuten, nennen wir es einmal das Politbüro der Illuminati, die Mitglieder hat, die entweder Ultra-Außerirdische sind oder sich für jedes Treffen herunterbeamen. Wenn das Gericht stimmt, dass der Herr Maitreya sich selbst für einige wichtigere Treffen materialisiert. Grundlegend sind die Illuminati eine ruhige Untergrund-Zwischenorganisation zwischen unserer geheimen weltlichen Regierung und den Fremden darüber. Fremde, die sich selbst aus höheren Ebenen der himmlischen Führungsstruktur untervermitteln. Was ist das politische Programm der Illuminaten? Was ist deren politisches Manifest? Der Komet Luzifer ist in der himmlischen Namenskultur bekannt als der helle Morgenstern. Ebenso alles, was mit Licht in Verbindung gebracht oder Licht als Titel trägt. Ein Buch, das viel mehr über Licht spricht als über Liebe, ist wahrscheinlich inspiriert durch die Präsenz der Illuminaten auf dem Planeten. Grundlegend sind die Illuminaten die geheime politische Partei, die mit den Außerirdischen die Rückkehr Christus vorbereiten. Sie sind die Grundvoraussetzungen für alle politischen, philosophischen, religiösen und kulturellen Vorbereitungen. Was aber war mit Agathi? In Agathi lebten die Mondmeister, die Luminarenherren, die Unsterblichen. Sie stellten die geistgebundenen Kräfte dar, die Alpha-Polung. Diese Meister sind die Hüter des Geistes. Sie haben einen vollendeten physisch-ätherischen Körper und können sich jederzeit verdichten oder materialisieren. Sie sind die Hüter des Magnetgitternetzes der Erde und die Hüter des Erdkarmas. Sie repräsentieren den Gegenpol, die geistigen Alpha-Kräfte. Sie arbeiten auch mit den Herren des Lichts zusammen und sind die Hüter des Grals, den sakralen und integralen Kräften des inneren Kosmos.
Der Sakral sind die sieben Urenergien, welche sich in der Form der sieben Chakras der Erde und jedes Lebewesens organisch oder anorganisch als Geist in die Materie ergießen und sich als Bauplan Gottes für die Weltenzeitalter manifestieren. Agathi existiert als physisch-ätherische Stadt und vertritt die Gegenpolbruderschaft. Die Meister des Mondes sind die kosmischen weiblichen Kräfte, die seelische Kraft, die innere Lebenskraft. Während des dunklen Zeitalters der letzten 26.000 Jahre haben sich die sieben Weisen aus Atlantis, die Kumaras, dort zurückgezogen. Sie bildeten den negativen Pol der inneren Welt. Sie dienten der im Außen in Menschwerdung befindlichen Welt und stellten das Gegengewicht dar. Sie haben ihre Arbeit in der Innenwelt vollbracht. Sie wussten jedoch, dass ihre Erlösung kommen würde, wenn die nächste Zeit der Umpolung einen Lernzyklus der Menschheit abschließen würde. Wir haben mit Hilfe zahlreicher meiner Freunde Nachforschungen über das Innere der Erde angestellt. Dies ist, ich muss es zugeben, eine der verrücktesten Geschichten, mit denen ich mich über die Jahre herumgeschlagen habe. Jedoch besteht ein konsequenter Informationsfluss in den Nachforschungen, die anzeigen, dass wahrscheinlich viele dieser Geschichten wahr sind. Als Physiker kann ich nur sagen, dass die physische Realität, in der wir leben, nichts anderes ist als ein vibrierender Gesichtspunkt, wie eine der vielen Radiosendungen auf der Skala des Radioempfängers. Und praktisch können wir uns aus dieser Sendung ausschalten, in die Sendung nebenan einschalten, von dort in die dritte und vierte und fünfte Dimension. Das ist die physische Realität um uns herum. Wenn man die Frequenzen vermehrt oder verringert, kann man von dieser Realität in eine andere hineinschalten. So ist es möglich, dass vom Gesichtspunkt der Physiker und Wissenschaftler die hohle Erde eine wertvolle Geschichte darstellt, wenn wir über die Realität in einer anderen Dimension sprechen. Das Erbe von Atlantis. Viele tausende Jahre vergingen, ganze Kulturen wuchsen heran und die Seelen machten ihre Erfahrungen des Menschseins. Der Adler und die Bruderschaft der Schlange überwachten den Evolutionsprozess über die tausende von Jahren. Die Eingeweihten waren die Hüter des Wissens und waren angehalten, das Wissen nur an geistig reife Menschen mittels Einweihungen und Zeremonien weiterzugeben. So entstanden die verschiedensten geheimen Bruderschaften mit dem Ziel, die Menschheit bei ihrem Reifungsprozess zu fördern. Die Bruderschaften hatten den Auftrag, das Wissen zu hüten, bis die Menschheit selbst soweit ist, dass sie das Wissen aus ihrem Inneren selbst hervorbringen kann. Denn ein Wissen ohne Selbsterfahrung ist gefährlich. Jeder Mensch musste sich bis in unsere heutige Zeit weiterentwickeln, um ein Fundament des Mensch-Gottseins zu entwickeln. Der vollendete Mensch ist das zu Fleisch gewordene geistige Gesetz Gottes. Jedes Zeitalter war eine weitere Manifestation einer neuen Tugend. In jeder Kultur wurde der Menschheit durch die im Abstieg befindlichen Avatare eine neue Tugend als Fundament zur Menschwerdung gegeben. Der letzte Avatar, Jesus von Nazareth, hat die bedingungslose Liebe manifestiert. Der neue und letzte Avatar ist ein Gruppenavatar, eine Gruppe von fortgeschrittenen Seelen, die alle dasselbe auf Erden verbreiten werden. Der Avatar der Synthese oder der Auferstehung. Der Gruppenavatar leitet das Wassermann-Zeitalter ein, wo sich der Mensch vollkommen neu definiert und als ein gemeinsames Lebewesen begreift. Die Bruderschaften entwarfen alle Weltreligionen unter der Anleitung der geistigen Hierarchien. Sie förderten alle Trends, die aus der Menschheit selbst heraus entstanden. Sie förderten unparteiisch alle 12 schwarzen und alle 12 weißen Tugenden. Für die Forscher, die die Anwesenheit Außerirdischer auf unserem Planeten erforschen, ist es offensichtlich, dass Leben auf diesem Planeten nicht allein und von allein entstanden ist. Aber dass es unter der Anwesenheit von Hunderten, sogar Tausenden von außerirdischen Rassen und Besucher über die letzten, sagen wir mal, mehrere hunderttausend Jahre beeinflusst war.
Außerdem ist es möglich zu realisieren, dass diese außerirdischen Besuche auf dem Planeten und den Rassen, die dahinter stehen, in verschiedene philosophische und sagen wir mal himmlische Strukturen locker gruppiert sind. Auf unserem Planeten, der von mindestens mehrerer solcher Führungsschulen beeinflusst ist, sehen wir den konkurrierenden Effekt ihres Aufenthalts. Und wir sehen die sanften Wettkämpfe dieser Führungshierarchien um ihre Konzepte und Gesichtspunkte, über die Rassenentwicklung auf unserem Planeten als auch die philosophische, politische und kulturelle Entwicklung. Over the table of these management hierarchies to introduce their concepts, their viewpoints about the racial development on our planet, about the philosophical, about the political, about the... Der Mensch selbst hat die Wahl, welchen Tugenden er folgt. Er hat die Selbstverantwortung, welchen Spielen er in dieser Menschwerdung folgt. Die Erde, der physische Kosmos, wurde nur entwickelt, um diese physischen Erfahrungen in fester Form zu experimentieren. Jeder hält seine Absicht und seinen Standpunkt immer für das Gute. Das wird... sind hier seit tausenden von Jahren. Dies ist in all unseren Schriften und Bibeln beschrieben. Sie haben sich mit uns getroffen. Sie waren mit uns zusammen und haben uns beinahe erschaffen. Sie haben uns durch genetische Technik erschaffen und verbessert. Und der Grund, warum sie dies tun, ist, weil sie uns lieben. Sie sind nicht hier, um uns zu zerstören oder in irgendeiner Weise zu verletzen. Sie versuchen uns beizubringen, wie wir zusammen mit unseren Brüdern in Frieden und Harmonie leben können. Schafft die Atombomben ab und die Chemikalien und die Verschmutzung und dies wird ein besserer Planet sein. Wir stressen unser Bewusstsein in dem Wissen, dass wir Bewusstheit erweitern müssen, um erwachsen und zivilisiert zu werden. Ich glaube, wir waren lange genug Kinder. Jetzt müssen wir als eine menschliche, zivilisierte Gemeinschaft aufwachsen. The continent of Atlantis was an island, which lay before the great flood, in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that hung over...